In dieser Schaltung haben wir wieder vier Leuchtdioden parallel geschaltet, die sich einen Vorwiderstand teilen. Aber dieses Mal haben wir hier vier verschiedenfarbige Leuchtdioden. Und jetzt benimmt sich die Schaltung doch komisch. Guck mal, die blaue und die grüne Leuchtdiode, die leuchten gar nicht und nur gelb und rot leuchten. Und jetzt guckt euch mal an, was hier Verrücktes passiert. Ich ziehe mal die rote Leuchtdiode raus. Okay, jetzt leuchtet die gelbe heller. Ja, klar, die kann jetzt ja auch den Strom, den vorher die rote abgegriffen hat, für sich nutzen. Sind denn die beiden hier kaputt? Ja, jetzt passt mal auf, ich ziehe mal die gelbe Leuchtdiode raus. Was ist das denn jetzt? Und naja, die grüne ziehe ich auch noch mal raus. Und jetzt leuchtet blau heller. Was zum Teufel passiert hier denn jetzt? Das gucken wir uns mal in der Simulation an. Also, wir haben hier die Parallelschaltung von unseren vier Leuchtdioden. Und ich habe hier so Schalter eingefügt. Da mache ich doch mal den Schalter auf, dass Rot nicht mehr angeschlossen ist. Okay, und jetzt nehme ich auch die gelbe aus der Schaltung raus. Zack, es passiert das Gleiche. Jetzt leuchten auf einmal Blau und Grün. Und jetzt mache ich hier den letzten Schalter nochmal auf. Und jetzt leuchtet Blau heller als vorher. Wie kommt das denn jetzt? Ja, dieses Phänomen kann man über die verschiedenen Flussspannungen der Leuchtdioden erklären. Es ist nämlich so, dass an der roten und gelben Leuchtdiode, wenn sie leuchten, ungefähr eine Spannung von 2 Volt abfällt. Aber wenn wir das jetzt haben, okay, in der Simulation werden irgendwie andere Zahlenwerte verwendet. Wir könnten in der Realität ja auch mal messen, was wir da für Werte haben. Aber wir haben hier jetzt bei diesen Leuchtdioden Flussspannungen von ungefähr 2 Volt. Blau und Grün brauchen allerdings eine Flussspannung von 4 Volt. Und die haben sie halt nicht mehr, weil diese beiden Leuchtdioden ziehen die Spannung schon auf 2 Volt runter. Und erst, wenn die beiden jetzt aus der Schaltung verschwunden sind, haben wir hier einen ausreichend großen Spannungsabfall, damit auch Blau und Grün leuchten können. Und das ist jetzt mal wieder ein Grund dafür, dass man wirklich jeder einzelnen Leuchtdiode einen separaten Vorwiderstand gönnen sollte. Denn dann passiert sowas nicht.